now, Jesus is alive. Für dich nicht.
sometimes I fear to your mercy remain. Should I stumble again, I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond. Well above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when my heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out, my heart and my I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ends. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu dem Sonntagsgottesdienst. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Diesen Donnerstag haben wir Christus Himmelfahrt gefeiert. Normalerweise tun wir zu
so verlängerten Wochenende im Rahmen der Jugi eine Gaming-Session organisieren. Das passiert nicht über so verlängerte Wochenende wie zum Beispiel Ostern oder eben Christus Himmelfahrt. Leider ist das Jahr nicht möglich gewesen. Trotzdem hat sich der Adrian und mein Bruder mit mir zusammen getroffen und wir haben das dritte die Tradition weitergepflegt. Wir haben das Game Europa Universalis 4 gespielt. In diesem Game geht es darum, die Weltherrschaft zu erlangen. Und jetzt ist meine Frage an euch: Wer regiert in dieser Welt? Das wollen wir anhand von dem einen Vers Römer 5,21 herausfinden. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen tot gebracht hat, soll die Gnade herrschen und uns durch die geschenkte Gerechtigkeit zum ewigen Leben führen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Genau, der erste Teil, denn genauso wie die Sünde geherrscht und uns den Tod gebracht hat, sind zwei Elemente, und zwar die Herrschaft der Sünde und die Konsequenz daraus, der Tod. Wo hat das Ganze angefangen? Und zwar bei Adam und Eva. Als sie im Paradies waren, haben sie von der Frucht, von der Unterscheidung von Gut und Bös gegessen. Das war verboten und darum sind sie verbannt worden. Gott hat gesagt, und das können wir nachlesen, im 1. Mose 3, Vers 22. Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Er erkennt Gut und Böse. Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen, um ewig zu leben. Deshalb schickte Gott ihn aus dem Garten Eden hinaus. Die Sünde ist Teil von unserem Leben geworden und all die Konsequenzen, wie zum Beispiel der Tod, wo wir jetzt tragen müssen. Eine andere Konsequenz, und das finden wir im Vers 19, steht: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Er hat dem Adam gesagt, du musst hart arbeiten für dein Brot. Und da ist mir bewusst worden, das ist eine Konsequenz, die trage ich mit mir um, im ganz normalen Leben auch. Ich erinnere mich, wo wir den Winter, wie meine Eltern die Heim einfach komplett renoviert haben. Alle Zimmer, von den Eltern bis über die ehemaligen Zimmer von uns Kindern. Mein Bruder und ich stehen zusammen in seinem alten Zimmer und unsere erste Aufgabe war, Sachen abzureissen. Einerseits eine Trennwand, andererseits die Dächer von der Decke, aber auch die ganze Isolation. Wir waren am Acker und es hat gestaubt, darum haben wir Staubmaske gehabt, wir haben eine Brille an, weil die Steinwolle auf der Haut beißt, sind wir langärmlich rumgelaufen und das Ganze nachher auch abgedreht, vom zweiten Stock aus bis vor die Haustüre. Und der Schweiß ist nur so runtergelaufen. Und was soll ich dazu sagen? Es ist die Konsequenz, die wir daraus tragen müssen. Darum kommt so die Frage aus, ist jetzt wirklich die Sünde, die regiert? Die Sünde, die die Welt regiert? Wenn wir weiterlesen im Römer 5,21, steht eben, soll die Gnade herrschen und uns durch die geschenkte Gerechtigkeit zum ewigen Leben führen. Er geht auf den Punkt, die nicht die Sünde, sondern die Gnade soll herrschen. Und jetzt kommt natürlich auf, ja gut, ist jetzt genau das, was die Sünde einfach überdeckt? Die Antwort ist, das ist nicht so. Es ist sicher nicht, dass genau die Sünde überdeckt, sondern Gnade überdeckt den Sünder, und zwar die Person selber. Das finden wir in diesem Vers, und zwar soll die Gnade herrschen und uns durch die geschenkte Gerechtigkeit, das Wort uns, bezieht sich auf die Person zum ewigen Leben führen. Und da ist meine Frage jetzt gerade durch.
ist es wirklich jetzt so, wie es in diesem Satz steht, die Sünde herrscht und darum Gnade mich rechtfertigt? Ist es der Grund, wieso ich versuche, die Sünde immer zu rechtfertigen? Benutzt ihr auch Notlügen? Benutzt ihr auch Lügen und versucht, noch zu rechtfertigen und Konsequenzen zu verringern? Ein Beispiel von meiner Seite ist, als ich in England war, das war im November, Dezember, habe ich einen Sprachaufenthalt gemacht und meine Gastgeberin, eine ältere Dame, hat für mich einen Weihnachtspudding traditionell englische Art serviert. Ich muss sagen, selber hat mir der nicht so geschmückt, aber ich habe den ganzen Pudding gegessen, sie angeschaut und gesagt, es war super gewesen, danke vielmals. Ich habe eigentlich knallhart gelogen und trotzdem habe ich es versucht zu rechtfertigen mit, wenn ich jetzt gesagt hätte, es wäre nicht gut, irgendwie wie in ein schlechtes Gericht gerückt hätte, wie dass sie sich nicht wertschätzt gefühlt hat und hat es versucht zu rechtfertigen. Ist es jetzt einfach gewesen, weil die Sünde geherrscht hat? Schlussendlich muss ich jetzt mit der Konsequenz leben, dass, wenn ich jemandem sage, hey, das Essen war super gewesen, mir die Person einfach nicht mehr glauben kann, oder? Darum, ich selber bin gerecht gesprochen, aber schlussendlich die Konsequenz von der Sünde muss ich tragen. Und darum bringe ich jetzt nochmal ein Beispiel, wo Jesus am Kreuz gehangen ist, ist links und rechts ein Verbrecher gehangen. Und die haben miteinander geredet. Das Ganze findet ihr im Lukas 23, ab dem Vers 39. Der eine Verbrecher sagt, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Der andere Verbrecher antwortet ihm, wir sind, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagt zu Jesus, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortet ihm und sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat dem Verbrecher nicht gesagt, gut, du hast deine Lektion gelernt, du kannst am Kreuz runtergehen, ich vergib dir. Er hat wirklich den Sünder, den Verbrecher gerecht gesprochen und gesagt, du wirst mit mir im Himmel sein. Jesus hat ihn gerecht gesprochen. Und genau das ist der letzte Teil vom Römer 5,21. Zum ewigen Leben führen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und genau der Punkt ist das, wo Jesus den Jünger an Auffahrt weitergegeben hat. Aber er hat nicht nur gesagt, dass er uns gerecht spricht, wenn wir ihm nachfolgen, sondern er hat gesagt, es werden Zeichen und Wunder folgen für die, die an ihn glauben. Das Ganze findet ihr in Markus 16, ab dem Vers 17. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird ihnen nichts schaden. Kranken werden sie Hände auflegen, so wird gut mit ihnen. Er hat uns das verheißen, wenn wir ihm nachfolgen, werden Wunder und Zeichen folgen. Da habe ich darüber nachgedacht und doch das Beispiel gefunden. Und zwar bin ich im Februar im Militär. Ein Wachmeister, ein Gruppenführer, mit dem, wo ich zusammengearbeitet habe, ist auf mich zugekommen und gesagt, mit einer leichten Aggression in der Stimme, du bist doch Christ. Ich habe geknickt und er sagt, ich hatte einen Chef, der war Christ. Und er hat gesagt, Metal ist vom Teufel. Und er war darüber ziemlich sauer und hat gesagt, ja, und dann bin ich erst recht Teufelsanbetung hören. Und ich gehe das Wochenende wieder und hat von dieser Musik-Metal-Gruppe angefangen, Lieder vorspielen. Nach
gut 10 Sekunden, wo ich nicht darauf reagiert habe, ist er ruhig geworden, hat die Musik abgestellt und hat gefragt, wieso reagierst du nicht darauf? Weil mein Chef, der ist amigs weggelaufen und hat sich die Ohren zugehebt, um das nicht zu hören. Dann sage ich ihm ganz klar und sage, schau, Jesus bestimmt mein Leben, nicht der Teufel. Und plötzlich war er offen für das Evangelium und ich konnte mit ihm über das reden. Ist mega cool. Er hat meinen Geist nicht vergiften, weil Jesus mein Leben bestimmt. Darum frage ich dich, wer bestimmt dein Leben? Wer regiert in deinem Leben? Wer regiert die Welt? Und wenn du jetzt sagst, es ist nicht die Sünde, die in meinem Leben regieren soll, sondern die Gnade von Jesus, die mir durch ihn zuteil wird, dann denkst und willst du genau das Gleiche, wie auch ich will. Dann lade ich dich jetzt gerade dazu ein, mit mir zusammen das Gebet zu sprechen und die Verheißung, die er uns gegeben hat, in Anspruch zu nehmen. Jesus, in meinem Leben soll nicht die Sünde herrschen, sondern die Gnade und mit ihr verbunden die geschenkte Gerechtigkeit. Ich will dir nachfolgen und die Verheißung, die du uns gegeben hast, für mich in Anspruch nehmen. In deinem Namen will ich Dämonen austreiben, Kranke heilen, in neuen Zungen sprechen und gegen Gift immun sein. Sei es im Körper oder im Geist. Amen. Geil? Ist gut gewesen? Ja, ist gut gewesen. Jetzt läuft's. Hey, tschau zusammen. Kann man da ein Surfen? Ist das easy? Geht das? Ja. Schau, jetzt habe ich gerade... Ah, ich kann gar nicht surfen. Scheiße. Ja. Tschüss zusammen. Ciao. Ich habe scheiße gesagt. Das ist nicht gut.